Den Klatschen brauchen wir heutzutage nicht mehr, sagt er. Wirklich? Ja, es, jetzt redet er mit mir wie so ein alter Mann. Ja, weißt du, zu Stummfilmzeiten, gut, oh. Zu Stummfilmzeiten haben wir Klatschen wenig Sinn gemacht. Aber dort, wo die Filme noch schwarz-weiß waren, wo du noch jung warst, alter Mann, dort hat man noch geklatscht. Dabei haben wir vor ein paar Wochen noch klatschen. Das ist, glaube ich, einfach so ein Überbleibsel für uns selber, dass wir wissen, jetzt geht es los. Aber eigentlich macht man das wahrscheinlich seit dem Jean-Paul Belmondo nicht mehr. Also, sie haben uns einfach klatschen lassen, damit wir parat sind. Ja. Okay. Jerome, brauchst du einen Klatscher, um parat zu sein? Ich würde sagen, das ist das, was dem Fußballer nach dem Shoot immer fehlt. Weil am Anfang klatscht alle, wenn man reinkommt. Und jetzt ist es einfach immer so. Kann ich anfangen? Schaffen. Nach der Karriere? Ja. Das klatscht niemand mehr. Ja. Kannst du dich nicht mehr ankündigen, wenn du ins Büro kommst? Nein, ich komme einfach hin. Mit der Nummer 21. Was hast du für Nummer gehabt? Oh, diverse. Schluss 3. Mit der Nummer 3. Jerome! Jason! Niemand! Der Hockey kann man an und. Und alle so im Kaffee. Anfangen, aber es klatscht einfach niemand. Es pfeift auch niemand an. Nein. Ja. Aber es pfeift dich auch niemand aus. Nein. Nicht vor allen anderen Leuten. Vor und nach. Sehr gut. Also, ich habe schon noch. Soll ich dir noch. Das schaffen wir. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Und dann? Und jetzt könnten wir, oder? Das wäre ein brutaler Startschuss. Da ist die Mannschaftsaufstellung vom Heimteam. Mit der Nummer 10, der Memme. Und mit der Nummer 13, der Tom. Diese! Ja, nein, die Bratwurst hat sowieso keine Ahnung. So. Dabei habe ich Bratwurst mal im gleichen Fußballclub geshootet wie unser heutiger Gast. Er ist nachher Profifußballspieler geworden. Aus mir ist Profifußballschwätzer geworden. Herzlich willkommen, Jerome Thiessen. Dankeschön, dass ich da sein darf. Es ist uns eine Ehre. FC Stefan, was hast du für Erinnerung an FC Stefan? Eine Nummer fantastische. Also vom Hinfahren schon mit dem Velo von Hombrechtigen. Bergauf, bergab, in Vorbergauf. Tolle Trainer, tolle Kollegen, die ich übrigens auch heute noch 1-2 habe. Also wirklich Freunde fürs Leben dort gefunden. Und ja, meine Leidenschaft für den Sport zementiert. Also wirklich nur ein wundervoller Ort für mich, der FC Stefan und der Froberg. Ist in dem Fall nicht nur der Trainer gelegen vom FC Stefan? Also, würde ich sagen, wieso habe ich es nicht geschafft? Trotzdem Talenttraining beim Johann Neskens. Hast du gehabt? Einmal. Ja, es sind alle anderen in der Ferien gewesen, habe ich auch mal gehen. Talenttraining mit Johann Neskens. Ja. Ich habe Ball getroffen. Ich habe noch weniger Ball getroffen als im normalen Training bei Johann. Vielleicht kann ich es ihm so zeigen. Ja, der löst natürlich etwas aus. Ja, aber hast du gewusst, wer das ist? Aber man hat es dir einfach erzählt. Ja, ich habe schon gewusst, wer der Johann. Also, ich habe es nicht selber miterlebt, wie Johann Neskens noch mit Johann Cruyff zusammen geshootet hat. Mhm. Aber man weiß natürlich schon, dass wenn der Johann Neskens Trainer ist vom 1. Stefan, wer er ist. Oder wer er mal war. Ist mal im WM-Finale. Ist mal im WM. Ja, zweimal sogar. Bist du Generation Jonas Elmer? Genau, ja. Das war einfach die goldige Generation im FC Stefan. Ist der Götti von meinem Bub. Ja. Also, wenn ich vor die langjährige Freundschaft angetönt habe, dann ist eigentlich vor allem er damit gemeint, ja. Vom FC Stefan noch. Mhm. Er ist Trainer. Beim FC Stefan heute. Richtig. Von der ersten Mannschaft, dritte Liga. Du hast auch einen Trainerversuch gestartet beim FC Mugello. Nicht ganz so erfolgreich wie der Jonas. Wie der Nein. Jonas. Nein, also es wäre schwierig, mich zu toppen jetzt in negativer Hinsicht. Ich wünsche Jonas, dass ihm das nicht passiert. Wie viele Spiele in Serie verloren nach Amtsantritt? Hast du mitzählt? Nein, ich habe nicht mitzählt. Wir haben einen Ticker gehabt in der Redaktion. Geil. Einfach jede Woche haben wir immer gehofft, dass, ja, weißt, wenn kommt zuerst mal. Ich glaube, 10 Mal hast du verloren am Anfang. Aber ich glaube euch das sehr, sehr gerne. Ich habe wirklich nicht zählt. Wir haben gedacht, es ist wirklich ein harter Brocken. So Einstieg ins Fußballbusiness, nachher gleich 10 Mal verlieren. Aber das muss man natürlich auch, das liegt nicht jetzt nur an dir, das darf man ja schon sagen. Ihr seid in dieser Liga ein bisschen Aussenseite gewesen. Ja, schon, ja, aber ich nehme mich schon. Ich nehme mich schon auch in die Verantwortung, weil ich behaupte heute noch, wir haben eigentlich noch coole Truppen gehabt. Leider sind oft nicht alle da gewesen. Das ist so ein bisschen mit dem Hauptgrund neben dem Trainer. Ja, aber sonst war das gut gewesen. Bis auf das Resultat natürlich.
Ihr habt einen Ticker auf der 12-Redaktion. Wir haben sogar mal den Hut gezogen vor dir im Heft, wo wir das gewürdigt haben, dass du immer noch dranbleibst. Und so. Also gut. Wie es dir nach deiner aktiven Fußballerkarriere gegangen ist mit dem FC Mugello oder auch sonst, was du heute so machst, da kommen wir sicher noch drauf. Wir wollen natürlich auch deine Karriere noch ein bisschen genauer anschauen, mit ein bisschen Fokus auf den FC Luzern, wo du doch am längsten bist in deiner aktiven Karriere, am meisten Jahren und am meisten Spiel hast mit dem FCL und natürlich auch deine Zeit in der Major Soccer League bei Minnesota, wo du nach dem FC Luzern an bist. MLS. Major League Soccer, das ist eines der Lieblingsthemen. Man merkt es gerade vom Meme. Er korrigiert dann dort. Weiß er genau. Major League Soccer. Sonst, ich komme das immer ab. Wenn der Tom Gisler uns Seif erzählt, dann schreiben mir immer die Leute. Du musst ihn korrigieren. Weil ich ihn nicht gestoppt habe. Du wüsstest es doch besser als die Bratwurst. Sag ihm es doch. Gut. Major League Soccer, natürlich. Wir müssen ein bisschen mit Aktualität anfangen, weil wir sind gerade zwei Tage nach Schweiz-Belarus. Ich kann es bis jetzt glaub, noch nicht ganz fassen, was ich dort erlebt habe. Du hast das Spiel, Jérôme, gar nicht wirklich gesehen. Nein, ich habe etwa 5 Minuten am Stück gesehen. Dort hat gerade Shaqiri 1-0 geschossen, das wunderschöne 1-0. Und nachher ist es eigentlich in einem Handballstil weitergegangen und die Weisshaus haben sich da eingegelt am eigenen 16er. Und ich habe dann Weiteres gemacht. Und, Verständlich. Ja, und habe gedacht, ja, das wird da lockere Kugeln. Und als ich am nächsten Tag verwacht bin und gesehen habe, dass die 3-3 gespielt haben, habe ich das eigentlich nicht können glauben, aufgrund von diesen Kurzeindrücke, kann ich gehen. Vor allem nicht 1-1, weißt du, 3-3. Ja. Also 3 Gegengol. Können wir schnell, das ist jetzt viel wichtig, zum Traumabewältigung machen. Wenn man darüber redet, hilft was einem, glaube ich, habe ich mir mal sagen lassen, von meiner Psychotherapeutin, die ich habe, neben meiner Osteopathin und mit meinem Physiotherapeuten. Ja, red mit uns, Tom. Wir sind für dich da. Was ist da genau passiert? Weil es ist, so wie es du erlebt hast, ist eigentlich fast das ganze Spiel gewesen. Mhm. Da hat ein Gegner aber gar kein Brot gehabt. Die Schweizer haben gefühlt 120% Ballbesitz gehabt, haben auf 1 Goal gespielt, haben zugegeben, haben jetzt nicht eine massive Anzahl von Grosschancen kreiert, aber haben dann das schwierige erste Goal auch geschossen. Sehr ein schönes Goal vom Shaqiri. Es ist alles nach Plan gelaufen. Und dann sind ganz komische Sachen passiert, die ich bis heute noch nicht verstehe. Du schon? So halbe. Also es ist ja schon ein bisschen Schlendrian ist das also durchaus gewesen. Also wenn man jetzt nachher nach Schuldigen sucht und sonst geht es darum, ist das jetzt eine Trainerschuld, ist das eine Spielerschuld, muss man sagen. Eigentlich in so einem Spiel, wo du so überlegen bist, in jeder Hinsicht, kann eigentlich egal sein, wer da an der Linie steht, du musst das Spiel einfach gewinnen. Also das mal wie vorausgeschickt. Und dann ist halt wie so, ich meine, du führst eigentlich 1-0, du bist so überlegen und dann das Blöde ist, glaube ich auch, du weißt das sicher auch im Fußball, wenn du so überlegen bist und du führst 1-0, ist eigentlich alles gut, du müsstest eigentlich nichts mehr machen. Aber du spielst halt in einem Stadion, wo die Leute auch Eintritt zahlt haben und die etwas erwarten, dann findest du ja, komm, wir müssen ja gleich noch etwas machen. Und ich glaube, dort hat sich wie so ein bisschen eingeschlichen, dass alle gefunden haben, ich wollte jetzt auch noch ein bisschen etwas vorne machen, weil die sind ja so unterlegen, da passiert überhaupt nichts. Ich schalte mich jetzt auch noch ein bisschen ein, wir lösen ein bisschen die Verteidigung auf, wir rücken alle ein bisschen auf. Und dann sind so, also es sind ja die einfachsten Konter, also Böllenführer knallen und nachher kommt einer allein aufs Goal, das darf einfach nicht passieren. Das ist, glaube ich, in dem geschuldet, dass alle gefunden haben, ich wollte jetzt auch noch ein bisschen etwas dazu beitragen. Und die muss man ja nicht wirklich ernst nehmen. Sag du als ehemaliger Verteidiger, das ist so ein Defensivthema grundsätzlich. Wenn du überlegen bist, wenn du druckst, wenn du probierst, den Riegel zu knacken, wird man da als Verteidiger, lässt man da in seiner Konzentration nach? Oder im Gegenteil, will man vielleicht sogar mithelfen, den Riegel zu knacken, dass man auch als Verteidiger anfängt, vor allem offensiv zu denken, weil man ja noch 1-2 Goal müsste machen und vergisst dann plötzlich, dass es eigentlich auch sein Job ist, das Goal zu verteidigen? Ich glaube, vor allem auch unter Murat Yakin, der selber schon ein Spieler ist, starker Innenverteidiger war, ist sicher immer das Thema, dass sich alle beteiligen am Offensivspiel und sicher auch der Fall, wenn man auf so spielstarke Verteidiger kann zurückgreifen, wie in dem Spiel auf dem Platz gestanden sind mit dem Akanji und dem Scher. Korrigiert mich, oder? Nein, stimmt. Ja. Von dem her ist da sicher eine gewisse Erwartung rum gewesen, von diesen Spielern selber als Offensivspiel und vor allem drumherum. Aber auf der anderen Seite ist so ein bisschen das präventive Verteidigen, die Restverteidigung, die man heute immer wieder hört, genau in so Spiel natürlich das A und O. Und sicher auch etwas, wo
wo die betroffenen Herren auf dem Schirm hatten oder versucht haben anzuwenden. Ja. Ja, vor allem, weil es ja ein wiederkehrendes Muster jetzt ist. Es ist gegen Rumänien schon passiert, nach einer souveränen 2-0-Führung hat man noch ein Unentschieden angeschenkt. Man hat gegen Kosovo unentschieden gespielt. Und jetzt passiert es so zum dritten Mal in Serie. Also noch viel krasser. Also wir geraten sogar 1-3 in Rückstand gegen Belarus. Was läuft da schief? Ja, wenn wir das wüssten. He? Also es hat wahrscheinlich mehrere Schrauben. Aber das würde mich jetzt wundern. Ist es dann, wenn du einfach 1-0 vorne bist und du musst nicht mehr als 1-0 machen, macht man das einfach nicht als Mannschaft? Sagt, ja gut, die anderen machen nichts fürs Spiel. Also gehen wir einfach in unsere eigene Hälfte mehr oder weniger und schieben uns den Böden zu. Also geht das einfach nicht, weil es einfach langweilig ist? Oder warum macht man das nicht? Ich meine, die anderen machen nichts, also gar nichts. Ja, wenn die anderen gar nichts machen, ist es ja einladend, um weiterhin offensiv aktiv zu sein. Und ich sage, also 1-0, eben, ein Gegengol ist so schnell gegen jeden Gegner passiert. Und wenn du so überlegen bist, dann finde ich es auch richtig, dass die Ambition ist, das 2 und das 3-0 und wirklich den Deckel drauf zu tun. Oder? Wenn man jetzt einfach hier und her den Ball auch auf Top-Level auch irgendwie mal einen Stürmer reinlaufen oder was auch immer. Und sie dann, sind nicht einmal vorgeschickt, ja, dann nimmt man sich gemacht. Einfach nichts. Noch viel mehr dann. Also, ja. Nein, ich glaube, es ist schon einfach im Sportler drin, im Fußball drin, dass man will gewinnen und dass man sich nicht will auf einem, also in so einem überlegenen Spiel, dass man da den Fall will klären, oder? Und dann ist halt schon mal in der Halbzeit ist das geregelt, aber dann steht nicht 1-0, dann steht 3-0, oder? Genau, yes. Dann kann man nachher, ich glaube nicht, dass 1-0 der richtige Moment ist, um dann einfach eben hinwarten und den Gegner quasi einladen, um nur schon Hoffnung zu schöpfen, oder? Siehst du, er sagt auch 3-0. Weil 2-0. Was ist 2-0? Gefährlichste von allen Resultaten. Ja, aber der gute Schweizer Nazi. Der Schweizer Nazi. Der Schweizer Nazi ist wirklich so, ja. Ist jedes Resultat eigentlich, jede Führung ist eigentlich gefährlich. Aber es ist schon so. Also eigentlich müssen wir bis zum 3-0 wirklich Druck aufsetzen. Die haben ja keine Chance. Und dann könnte man in den Modus geraten, dass man einfach sagt, jetzt bringen wir das 3-0 kräfteschonend heim. Probiert haben sie das so. Es hat einfach so diverse Sachen gefehlt. Also weißt, sie sind über die Zeit mehr relativ oft durchgekommen. Aber die Flanken die sind wirklich hundsmiserabel. Also wirklich, das muss man so sagen. Also die Flachen und die Höhen sind einfach absolut ungenügend gewesen von beiden Seiten. Und halt irgendwie zu wenig Überraschungsmomente, um die tatsächlich in Bedrängnis zu bringen. Also sie haben ja keine grosse Torchance mehr angekriegt nach dem 1-0. Und dann ist es wie so ein bisschen, ja, so wie nicht ernst. Ich habe das Gefühl, es ist so eine Mischung zwischen nicht ganz ernst nehmen und finden, ja, ich komme jetzt da und mache jetzt auch noch den Unterschied und dann gehen alle ein bisschen führen und dann vernachlässigt es, dass man vielleicht auch noch eine Restverteidigung haben. Also das ist eine Aussenverteidiger-Kritik. Das heisst, es sind keine gescheiten Flanken von den Aussenläufern. Also es sind alle nicht über alle Zweifel erhaben gewesen, aber die Außenverteidiger, die jetzt auf dem Berg sind, haben jetzt schon nicht viel dazu beigetragen, dass Chancen kreiert werden. Wenn man immer am ersten Gegenspieler als Bein anflankt oder auf 5 Meter Höhe durch den Strafraum segelt. Aufgabe vom Außenverteidiger: gescheite Flanken bringen. Ja, also ganz sicher. Gegen du bist so, einer gewesen. Ganz sicher gegen so einen Gegner, wo man weiss, man wird dominant sein, man weiss, man wird viel auch Überzahlsituationen müssen kreieren über die Zeit, dann kannst du als Außenverteidiger damit rechnen, hey, heute. Also wenn ich nicht 3, 4, 5 Mal pro Halbzeit zum Flanken komme, habe ich eigentlich schon mal etwas falsch gemacht. Und wenn die Situation halt kommt, dann müssen dann auch, ja, in der Nazi kann man glaube den Anspruch an sich haben, dass dann halt nur eine nicht kommt. Nicht einfach 2 von 4 oder so. Nein, es sind mehr so 5 von 4 sind nicht angekommen. Ja. Aber es ist dann so einmal mehr erstaunlich, weil man weiss, wie hoch dekoriert auch die Aussenverteidiger sind. Also über die Innenverteidiger müssen wir gar nicht reden. Fabian Schär, Newcastle, Manuel Akanji, Manchester City. Unumstrittene Stammspieler, beide. Und auf der Seite haben wir einen Ricardo Rodriguez, der Captain ist und Stammspieler bei Torino in der Serie A. Und den Jordan Lotomba, der auch eine super Saison spielt bei der defensiv stärksten Mannschaft bei Nizza von der Ligue 1. Also, die können shooten. So ist es ja nicht. Sie sind einfach kein Silvan Widmer. Oh. Fan, hä? Ja, aber ja, ich auch. Ja. Was sagst du zum Silvan Widmer? Seit er nicht mehr rum ist, also immer wenn er fehlt, scheint es nicht so zu gehen. Kracht alles zusammen. Und das ist im Fall auch bei Mainz so. Seit er jetzt nicht mehr so ist, Mainz spielt am Tabellenende in der Bundesliga. Ohne ihn, mit ihm, haben sie vorne mitgespielt letzte Saison. Okay, cool. Haben da auch irgendeinen Ticker laufen? Nein, dort nicht. Ja, also ich hätte das ja auch nie gedacht. Also, weißt, irgendwann mal das Schicksal von einer ganzen Nationalmannschaft mit Silvan Widmer hängen. Er hätte es auch nicht gedacht. Also, das darf eigentlich auch nicht sein. Wie siehst du den Silvan Widmer? Ja,
als hervorragender Fußballer natürlich. Ein Aarauer Junge, wo ich mal als Superleague-Spieler bin ich ein Challenge-League-Match von Aarau geschaut. Er war eine seiner ersten Profisaisons und hat dort in den 90. Minute war er offensiv im Eckball. Es war, glaube ich, unentschieden gewesen, der Spielstand. Und hat einen Konter gegeben und der hat eben in den 90. plus Minuten einen Sprint zurückgelegt und das Ding noch vor dem eigenen Goal noch von der Linie kratzt. In Winterthur war das. Das ist so eine Aktion, so eine von wenigen, die einem so richtig bleibt und man denkt, der Junge, der hat Power, der hat Willen, das könnte mal etwas werden. Ich bin dort eben Superleague-Spieler, ähnliche Position, da denkst du, von dem musst du aufpassen. Wumm, an mir vorbeizogen in allen Bereichen, oder? Also wie in dieser Aktion. Also wirklich. Ja, es war beeindruckend und ja, also Chapeau, was er rausgeholt hat. Und er schießt noch Goal. Ja, eben, was der Offensiv alles kann, er hat ja mehrere Varianten, oder? Also er kann flanken, er kann die Halbfeldflanke bringen, er kann bis runterlaufen und flanken. Er kann auch in die Mitte ziehen und schiessen und er hat ja schon ein paar Goal geschossen in der Nationalmannschaft. Ist defensiv halt auch sehr solid. Was eigentlich die anderen auch müssten ziehen, alle. Also man, die spielen ja auch nicht irgendwo bei Glünki-Verein. Also es sind eigentlich alles auch gute Spieler, aber irgendwie in der Nationalmannschaft irgendetwas geht dort auf dieser Post einfach nicht, wenn du nicht der Silvan Widmer bist. Silvan Widmer kommt zurück. Red am Murat Yakin in den Job eventuell. Wie ist das eigentlich als Außenverteidiger? Ja, also mindestens eine Halbzeit lang ist man immer sehr nah an der eigenen Bank. Ist das angenehm? Suffisantes Lächeln da. Ja, es ist so, es hat so viele Faktoren. Wenn du ein Jungprofi bist, beim Uli Forte ist es mega schwierig. Wieso? Ja, weil er schon ein aktiver Trainer ist, ein impulsiver, emotionaler. Und wenn du dann gerade vor ihm bist, dann bist du halt der, der auch am besten coachbar ist. Und dann wirst du auch gecoacht. Dann musst du auch lernen, damit umzugehen. Ja, und je älter du wirst und auch je verschiedene Trainer du hast, dann kann das irgendwann vermisst man Uli vielleicht einmal und sagt, hey, könntest du mir nicht mal etwas sagen? Das hat es sicher auch gegeben. Und dann lernt man damit besser umzugehen oder schlechter. Oder man hört es vielleicht mal nicht in einem speziellen Spiel, wo es so laut ist oder was auch immer. Aber kann das nicht einfach so festfahren. Aber das bringt ja schon auch daraus, oder? Daraus? Ja. Es kann aber auch helfen. Okay. Kann aber auch helfen. Aber der Joystick-Trainer ist, glaube ich, allgemein bei Spielern nicht jetzt der beliebteste. Der allen sagt, du musst dort, du musst dort, du musst dort. Und das ist halt vor allem meistens der vor ihm, entweder der Flügel oder der Außenverteidiger. Es geht einfach am einfachsten. Ja. Was ist der Joystick-Trainer? Joystick-Trainer, schönes Wort. Ja, vor allem, also auf dem Platz, du weißt es meistens dann ja schon auch. Oder? Also kann dir der Trainer oder die Seitenlinie Sachen sagen, oder findest, hey, wow, stimmt! Ja, aber jetzt zum Beispiel Thema Restverteidigung. Es kann schon sein, dass man mal den Ball nachschaut. Aha. Und wenn du hörst, hey, geh rein oder was, dann hat es geholfen. Oder? Okay. Also es gibt schon ganz viele so Situationen, doch, wo. Ja. Und nimm es anders auf, wenn es zum Beispiel den Goalie ruft oder den Trainer. Weil der Goalie will es ja auch sehen, eigentlich. Oder die Innenverteidigung. Da erzähle ich jetzt, mache ich etwas aus dem Nähkästchen. Der David Zibung bei Luzern war lange mein Goalie gewesen. Und wenn der Ball auf die andere Seite ist, und ich muss es so zeigen, von rechts nach links, dann hat er mich angeschrien. Das hat man gerade in Zürich noch gehört. Von Jerry, rein! Und ich war schon lange am Innenrennen. Und ich dachte, hey, siehst du nicht, dass ich innenrenne? Du musst nicht noch, du stellst mich ja noch halb bloß, so wie du schreist, oder? Und ich und jetzt Jerry, rein! Und irgendwann bin ich dann zu ihm, nach so 3 Jahren Mut schöpfen beim FC Luzern. Sagt, du Zibung, nicht, dass man gerade deine Unterarme und Tore haust, aber kannst du nicht mal einfach mal ein bisschen ruhig sein? Ich bin ja auf dem Weg und du machst. Und dann sagt er, du Jerry, weißt du, ich mach das im Fall gar nicht nur für dich, ich mach das auch für mich. Weißt, das hilft mir. Ich bleibe aktiv, ich bleibe im Spiel. Das ist einfach so eins von diesen Sachen, die coach ich. Dass ihr rausgeht, ihr Verteidiger, dass der von rechts nach links reinkommt und umgekehrt. Das sind so Sachen, an denen hebe ich mich und die helfen auch mir, nicht nur dir. Und ich sage es unabhängig, ob du es machst oder nicht, ich sage es einfach. Ah. Und da muss ich sagen, ja, Sibi, solange du so zu null spielst, kannst du dich anschauen, wie du willst. Alles gut, mach weiter. Miteinander reden hilft. Ja, ja. Gar nicht nur am anderen, vielleicht auch sogar mir selber. Ja. Einfach zum drin sein, oder? Und wahrscheinlich ruft er jetzt noch, wenn er bei den Senioren spielt, ruft er immer noch Jerry. Ja. Obwohl er völlig anders dort spielt. Ja. Völlig egal. Ja. Was ist der Murat Yakin für einen Trainer an der Seitenlinie? Du hast unter Murat Yakin ein Jahr lang gespielt beim FC Luzern.
Er hat sich auch so ein bisschen beide Seiten, wenn man von zwei Seiten, also von ruhig und aufbrausend. Ich glaube, es ist schon auch die Situation vom Spiel, die Ausgangslage, wo, also ich rede von vor langer Zeit, 2011, er hat sich sicher auch gewandelt und gemacht, aber es ist beides, gerade die ruhigen Momente, wo er sich, glaube ich, auch bewusst ein bisschen rausgenommen hat und mal ein bisschen mehr beobachtet hat, wie auch die Momente, also im Cup-Finale hat man nicht müssen erwarten oder können erwarten, dass er dann einfach nur dort hockt, oder? Mhm. Das hat er dann auch nicht gemacht. Er hat auch ein gutes Gespür gehabt, für wann braucht jetzt die Mannschaft ein bisschen einen Wachruf oder Unterstützung und wann kann ich mich da auch ein bisschen rausnehmen. Wir kommen gerade zum Cup-Finale, vielleicht noch um die Nazi-Geschichte abschliessen. Es ist interessant, wie die Stimmung schnell kann kippen kann. Wie er der Messias war, sehr lang, der Taktikfuchs, der gefeierte Spielerversteher, der begnadete Kommunikator, der offenherzige Murat Yakin, und jetzt plötzlich sein Job gerade auf der Kippe steht und er wird hinterfragt und es gibt Kommentatoren, die sagen, ja, er macht jetzt die Quali noch fertig, aber nachher muss er gehen. Es ist ein Schicksal, glaub, von Nazi-Trainern auf der ganzen Welt. Also du wirst schnell aufgejubelt, aber noch viel schneller stürzt es eigentlich wieder ab. Ich meine, das Aufjubeln hat sich ja eigentlich, ich meine, okay, er hat mal das Unentschieden gemacht gegen Italien mit dem Rumpfteam und nachher gegen ausgeschiedene Bulgaren gewonnen und dann sind wir an der WM gewesen. Und dann ist eigentlich, also nachher hat sich ja nicht noch gross Anlass hat es nicht gegeben, um nachher noch gross jubeln, aber trotzdem hat halt eine gute Art, eine gemütliche Art. Und solange die Resultate einigermaßen gestimmt haben, ist er natürlich im Himmel oben gewesen, weil es halt auch so etwas anderes war als der Petkovic vorher, der so eher so ein hässiger Mensch glaub, war oder auch zumindest so übergekommen ist. Und nachher, wenn du als Nazi-Trainer eigentlich nur zweimal, ich habe heute haben wir das angetan, zum Kommentar lesen, zu einem Artikel von Thomas Schiffer im Tagesanzeiger, also der Online-Kommentar, das ist auch fantastisch. Also weißt, das ist wirklich sofort ausrühren, und 50% von der Mannschaft auch gerade alle rausrühren. Mhm. Das finde ich immer so geil. Also, und ersetzen durch wer nochmal genau? Also wer kommt dann nach denen? Nicht zum Klarstellen, das hat nicht der Thomas Schifferle geschrieben, das ist Online-Kommentar zu seinem Artikel. Der Schifferle hat einfach kritisiert, wie dass eben so nicht mehr können weitergehen können. Ja. Das finde ich ganz so, ja, muss jetzt. Und das ist immer die erste Forderung von Leuten, bei den Nazi halt nicht spezifisch, wenn der FC Luzern schlecht spielt, dann betrifft das, also beschäftigt das nur ganz wenig, einen kleinen Teil von der Bevölkerung, der sich vielleicht sich regelmäßig mit Fußball befasst. Wenn die Schweizer Nazi spielt, dann schaut das 30% oder so von der Bevölkerung und alle finden, ich gebe jetzt da auch noch meine Expertise ab, obwohl das eins von den 3 Fußballmatches ist, die ich im Jahr schaue. Aber ich weiss natürlich schon, wie das funktioniert. Darum Trainer entlassen, alle Spieler entlassen, Funktionäre, alle entlassen, alle. Nur sei ich da in Bern oben. Mhm. Also wirklich so ausmisten. Und eben, der Blick hat eine Umfrage gemacht, ist der Murat Yakin noch der richtige Trainer? Ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie viel. 75% haben gefunden, sofort entlassen. Das geht schon wahnsinnig schnell. Und man muss auch sagen, ich meine, das Einzige, wo man, ich meine, die Spiele sind nicht, sie sind ja nicht schlecht gewesen. Gegen Rumänien sind sie die ganze Zeit überlegen gewesen. Kosovo ist wirklich schlecht gewesen, weil sie einfach wahnsinnig viele Chancen zugelassen haben. Jetzt Belarus hat sich total im Griff gehabt. Sie haben einfach 3-mal grauenhaft gepennt. Ja, aber bei den 3-mal, die sie pennen, der anderen klingt auch gerade alles. Jeder Schuss ein Goal. Alles. Also nur schon der Kopfball nach dem Corner, dass der dort, klar, der darf dort nicht so frei zum Kopfball kommen. Aber dass der so tüpft und der oben rechts in die Ecke geht, dass ihn der Jan Sommer nicht mehr erreicht, das passiert ihm auch nicht jetzt jeden Tag. Die Schweiz hat halt wirklich schon seit Jahren ein grosses Goalie-Problem. Ja. Aber zurück zum... Nein, aber siehst du, es gibt ja, du hast sicher auch mit den Expected Goals und so zu tun, oder? Als Trainer, nicht so? Nein. Bei den Junioren auch nicht? Nein. Dann gibt es ja auch so die erwartbaren Goal gegen einen. Und das ist schon, was die Schweiz dort einmal hat. Also weißt, sie hat so... Jetzt gegen Belarus haben sie, glaube ich, 1 gehabt, so etwa 1. Also wenn alles normal gelaufen wäre, hätten sie sich 1 Goal bekommen. Jetzt haben sie 3 kassiert und wahrscheinlich gegen Rumänien ist es etwa ähnlich. Haben sie wahrscheinlich 0,5 dagegen gehabt und haben nachher 2 bekommen. Einfach jede Chance geht rein. Jede Chance geht rein. Ist es nur Pech? Oder wie beurteilst du aus der Distanz, wir kommen nachher noch zu deiner Zeit beim FC Luzern mit dem Murat Yakin, die Arbeit von Murat Yakin mit der Nazi? Ich habe eigentlich, als ich gehört habe, der Murat Yakin wird Nazi-Trainer, ich denke, das ist die perfekte Besetzung aus beiden Perspektiven. Für den Murat Yakin, das passt, glaube ich, mega in seine Art und Weise, wie er schafft. Und er ist einfach ein richtig guter Trainer, was so taktische Einstellung geht auf einzelne Spiele. Habe ich ihn als fantastisch wahrgenommen. Das ist für mich so ein bisschen das Hauptkriterium für einen Nazi-Trainer. Weil er nicht eine Vorbereitungsphase macht, in der Regel weiss ich wie lange, und
und über einen langen Zeitraum irgendetwas muss zusammenbringen, sondern wirklich von Spiel zu Spiel mit fantastischen Spielern wirklich so ein bisschen, mehr so ein bisschen à la Schachfigurentrainer, oder? Mhm. Ich denke, das ist super und dieser Meinung bin ich ehrlich gesagt auch heute noch, aber ich sehe natürlich 0-3, wie das abläuft und so und darum bleibe ich auch bei dieser Meinung. Also wie alle Kommentatoren auch nicht so fest rein sind und sich eine Meinung von außen bilden. Aber es gibt schon ein paar Bilder. Ich meine, nach dem Spiel hat sich Scher und Jacquin so ein bisschen angebrüllt. Mhm. Das ist auch so, das hat es vorher nicht also gegeben. Also angebrüllt, ja. Also einfach ein bisschen sehr laut miteinander geredet, sagen wir es so. Ja. Das kannst du auch sagen, es ist Emotionen nach dem Spiel und so und was auch immer. Und dann gibt es ja immer so die kleine Zündeleien zwischen Jacquin und Xhaka, aber das ist natürlich alles, was man von außen kann natürlich wunderschön interpretieren, was da alles läuft. Yeah. Aber es sind einfach Sachen, die es vorher nicht gegeben hat, wo man aber auch muss sagen, vorher ist einfach immer mehr oder weniger alles gelaufen. Das sind ja so Sachen, die erst zutage treten, wenn man mal blöd verliert oder Punkte verliert. Also ich finde das eigentlich ein fantastisches Bild, weil wenn man zufrieden ist, also zufrieden sollte man ja nicht sein, weder als Scher noch als Jacquin, und wenn man sich dann so Sicht, Meinung sagt oder was auch immer, ob es jetzt gerade nervt ist oder nicht nach dem Spiel, sollte es ja auch sein in dem Moment, finde ich. Dann ist das viel besser, als wenn ein Fabian Scher sich via Medien äußert und ein Jacquin sich via Medien. Dann klären sie gerade zusammen auf dem Platz. Fantastisch. Ich finde, so sollte es eigentlich auch. Sie machen aber blöderweise beides. Ja, aber es gehört ja mittlerweile auch zum Job, dass man dann wissen ja alle, dass das dann irgendwann zur Sprache kommt. Und dann muss man Stellung nehmen, sonst gibt es noch viel mehr Raum zu Spekulationen. So hat sich halt der Fußball entwickelt, dass ein grosser Teil von der Arbeit, nicht nur vom Trainer, auch von den Spielern, ist, sich zu erklären oder Situationen zu erklären. Wie hast du den Murat Jakin als Trainer wahrgenommen? Du hast es vorher gesagt. Nur schnell, ich habe schnell die Trainerkarriere von Murat Jakin mir nochmal vergegenwärtigt vorher. Er hat doch auch als Trainer relativ viel Wechsel gehabt und so ein bisschen das Schema, das sich durchzieht, ist, er kommt irgendwo an und hat sehr schnell Erfolg und es funktioniert bis zu einem gewissen Punkt, wo es nachher wie offensichtlich nicht mehr gleich funktioniert. Jetzt unterstellt man ihm dann gerne mal, dass er einfach eine zu starke Persönlichkeit ist und zu fest sich breit machen will in einem Club und es dann Reibereien gibt. Aber dass er etwas kann, hat er offensichtlich bewiesen mit Vereinen. Es ist meistens einfach nicht über 3, 4, 5 Jahre gewesen, sondern nur über eine Saison. Wie war deine Saison mit dem Murat Jakin beim FC Luzern? Gut, jetzt könnte ich wirklich lange erzählen, aber ich fange vielleicht an, wie meine Zeit angefangen hat bei Luzern. Ich habe unterschrieben unter dem Rolf Ringer als Trainer in der Winterpause. Luzern war ein Wintermeister gewesen, ich bin Bellinzona. Und wo dann der Wechsel wirklich stattgefunden hat, eine halbe Saison später, ist Luzern mittlerweile auf dem 6. Rang gelandet, nicht mal Europa League Quali, gar nichts. Und Rolf Ringer mittlerweile nicht mehr, dafür der Murat Jakin. Ich habe dann die Vorbereitung, einen 3-Jahres-Vertrag, komme jetzt endlich mal zu einem grossen Schweizer Club, oder? Fange dort an und dann schnell mal gemerkt, dass es nicht einfach ist für mich mit dem Trainer, schwierig. Dann ist es nicht lang gegangen und dann ist ein Florian Stahel geholt worden. Ebenfalls rechter Verteidiger, für mich schon dort ein Fußballgott als junger Zürcher, oder? Ja, wo dann einfach weisst, als Jérôme Thiessen, du weiss nicht, wie sehr jetzt da auf dich gesetzt wird, oder? Der Muri ist dann auf mich zugekommen, in einem 5-7 Minuten Gespräch, nicht lang, und hat dann gesagt, du, schau, Jerry, ich weiss, man hat dich da hingeholt, man haltet viel von dir, ich finde, du bist noch nicht bereit für so einen grossen Club, vor allem auf mentaler Ebene. Du kannst das, ich glaube nicht, dass du das schon kannst handeln, so Fans und Stadion und solche Sachen, hast du das sehr gut gemacht in Bellinzona, aber da brauchst du noch ein Zeitchen. Ich kenne einen sehr guten Mentalcoach. Da und da sind seine Informationen. Mach, was du willst, musst nicht. Einfach, wenn du willst, machst du es. Oder? Und ich bin dann an dem Abend nach Hause und habe gebrüllt. Also wirklich schwierig. Ja, er hat ja mehr oder weniger gesagt, du wirst nicht spielen, oder? Ja, so, ja, also ein bisschen mehr fast als das. Ja. Fast ein bisschen, du langst nicht, oder? Ja. Nicht einfach, dein Konkurrent ist ein bisschen besser, oder? Und ich habe dann mit dem Mentaltrainer Kontakt aufgenommen irgendwann. Ist heute noch ein Freund von mir. Fantastischer Typ. Und ich habe in dieser Saison 25 Spiele gemacht. Der Wunderheiler. Also, nein, also ich würde schon auch sagen, zum Beispiel im Cup-Final habe ich nicht gespielt. Also, wenn es dann wirklich, also, aber gleich 25 Spiele ist eigentlich ein Stammspieler wert über eine Super League-Saison. Und was ich damit erzählen will, ist, die Zeit ist, also der Moment vor allem, ist mega schwierig gewesen, aber wenn ich
Ich habe das nicht gestern erkannt, nicht erst seit ich Trainer bin, aber ich will eigentlich als Trainer auch so sein. Wenn ich jemand, vielleicht hat er ja recht gehabt, vielleicht sehe ich es anders, aber er hat gefunden, ich lang nicht, dann haben wir gesagt, wieso, und hat mir sogar eine Lösung angelegt. Und irgendwo durch habe ich das alles gemacht und honoriert ist es auch geworden. Wenn man einfach nur auf die Zahlen schaut, ich hatte die 25 Spiele gehabt. Ich war doch ein Teil von dieser sehr erfolgreichen FC Luzern-Saison mit Cup-Final und zweiter Platz hinter Basel. Und es ist eine von diesen Saisonen, in der ich am meisten gewachsen bin. Auch neben dem Flo. Wo übrigens auch ein mega guter Freund. Also eigentlich war das alles ein super Zeit im Nachhinein. Auch wenn in dem Moment mega hart. Und ich habe seitdem eigentlich eine mega Bewunderung und Achtung für den Murdjakin als Trainer. Und will das eigentlich auch mal mitnehmen. Zwei Fragen. Erstens, hast das Gefühl, er hat recht gehabt mit seiner Einschätzung am Anfang, dass er sagt, du bist noch nicht parat mental? Nein, ich glaube, ich war schon parat gewesen, aber nicht so parat wie der Flo. Ja. Okay. Aber ich bin nicht der Meinung, dass man jetzt unbedingt hätte noch müssen einen anderen rechten Verteidiger holen müssen. Ja. Ich sage, ich hätte das schon auch angebracht. Mhm. Ohne das. Aber ich bin mega dankbar, weil danke vor, schön bist du da. Und zweite Frage, wie hat er dir dann gesagt, also offenbar hat er dich dann angefangen einbauen in die Mannschaft und hat dich aufgestellt und du hast viele Spiele gemacht. Ist er dann umgekehrt einmal auf dich zu und gesagt, ich habe gesehen, du hast eine Entwicklung gemacht, jetzt bist du bereit? Oder hat er dich einfach aufgestellt, ohne etwas zu sagen? Hätte es nicht müssen sagen, wenn er dich dann bringt, dann ist weißt. Eigentlich, und dann wieder, und dann plötzlich von Anfang an und wieder mal von Anfang an und also, wenn du weißt, wo du warst, bist am Anfang dieser Vorbereitung und dann bist du auch nur happy und denkst, hey, es bringt etwas, es wirkt. Und also so ist das auf jeden Fall in dieser Beziehung abgelaufen. Bist du eigentlich im Dusch mit dem Hakan Yakin von Bellinzona? Oder? Nein, wir haben das noch geschnitten. Haben wir euch noch? Ja. Dann du hast sozusagen den Weg für ihn vorgepfadet in Bellinzona. Ja, auf dem Zähne habe ich nicht so viel vorgepfadet. Ja, wie ist das, dass der Coach und sein Bruder, also dass der kleine Bruder vom Coach auch der Mannschaft ist? So eine sehr spezielle Situation. Ja, ja, eben. Ich war dort der kleine, junge Jerry und sowieso ehrfürchtig. Ich hatte nicht eine ganz normale Spieler-Spieler-Beziehung zum Hutch. Bei mir war immer noch so ein bisschen der Fanbub. Das ist vielleicht auch etwas, was der Muri gemeint hat. Hey, du bist jetzt damit im gleichen Boot. Bist nicht einfach nur mehr, oder? Ja. Kann gut sein, oder? Von dem her habe ich dort nicht, weiss ich, was irgendwie drin gesehen oder drin interpretiert, aber die haben das gut gemacht. Also, ich glaube, für den Muri war es einfacher gewesen als für den Hutch, weil er doch auch das ein oder andere Mal ausgewechselt worden ist, aber ich glaube, das hätte Hutch als Sportler geärgert, sei es jetzt der Bruder oder nicht. Es ist ja auch noch einfacher eigentlich, wenn so eine neue Bezugsperson vom Trainer spielt, aber sie ist definitiv so unbestritten gut, dass sie eigentlich, dass alle objektiv sind, ja, die muss sowieso spielen. Es ist ja nur schwieriger, wenn du irgendwie so zum Beispiel einen Trainer hast und seinen Sohn immer aufstellt und der ist eigentlich gar nicht so gut. Dann ist es ja schwieriger. Beim Hutch hat sich die Frage ja nie gestellt. Nein, also er war als absolute Starspieler gewesen, das kann man so sagen. Ja. Von dem darf man Fanboy sein, vom Hakan Yakin. Nachher in Bellinzona seine grosse Karriere als Botschafter vom Tessiner Fußball ist er eingestellt worden. Genau. Mit einem 6-Jahres-Vertrag in Bellinzona. Legendär. Aber du hast das Cup-Final jetzt vorher schon mal angesprochen, wo du nicht gespielt hast. Ich habe mir kurz eine Zusammenfassung noch mal angeschaut von diesem Cup-Final 2012, FC Luzern gegen den FC Basel. Nur schon, wer bei Basel, es kommen einem Tränen, wer bei Basel dort auf dem Platz gestanden ist, im Golden Jan Sommer, es war der Marco Streller dabei gewesen, Alex Frey, Granitschaka, Valentin Stocker, der Cerdan Shaqiri, der Benny Huckel macht das 1-0 per Kopf. An der Seitenlinie übrigens der Heiko Vogel. Auch sehr interessant. Und der Florian Stahl verschießt. Dein Freund Florian Stahl, dein Konkurrent /Freund, hat dann den entscheidenden Penalty im Penalty-Schiessen noch verloren. Ist einfach mental nicht parat. Er ist mental nicht parat. Nein, das kann auch nicht passieren. Und du bist die ganze Zeit auf der Bank gesessen. Wie ist das, wenn das Cup-Final ist und wenn der letzte Wechsel gemacht ist? Du weißt, mehr Wechsel gibt es nicht mehr, ich komme wahrscheinlich nicht mehr. Ja, das war bitter gewesen. Vor allem bin ich absolut zur Diskussion gestanden, um reinkommen. Und ich bin auch schon vom Warmmacher quasi zurückgerufen worden, so legte ich an und hat dann einen anderen Spieler gebracht aufgrund von Penaltyschüssen. Weil man gewusst hat, hey, das ist ein sicherer Penaltyschütz. Und ja, und das war wirklich Wer? Das Zünglein an der Waage gewesen. Der Dani Gigax ist dort noch reingekommen. Hat man den Dani Gigax gesehen? Weißt? Sag ich nicht. Wir können es ja alle nachschauen, es ist ja nicht so das Geheimnis. Ja, der hat nachher den Penalty auch verschossen. Darum ist er ein bisschen fies. Hast du auch müssen? Ist das der gewesen, wo die haben so eine furchtbare Cup-Final-Hymne gemacht?
Hast du das ja, mitsingen? Ja, absolut. Blau-Weiße tun hier im Finale verreissen. Ja, ja. Absolut, weißt du, zu dem Nossa-Nossa-Lied. Ja, genau. Absolut grauenhaft. Dann hat es Videoaufnahmen gegeben und Dani Giga hat sich ganz weit hinten verkrochen. Gewinnen, wir wollen den Kübel gewinnen. Genau, so ist genau. Ja. Und am Giga war es so peinlich auf diesen Videoaufnahmen. Du siehst so ziemlich stehen mit dem Zettel. Nur am Giga. Elektro. Ja, die sind noch angestanden. Ja. Vor allem blau-weiße, das macht überhaupt keinen Sinn. Es wäre ja blau-weiße, oder? Aber egal. Ja. Gut, ich habe den Text noch. Riesensong. Nossa Nossa haben wir geholfen. Ja. Ja, sag mal, wie geht's? Gewinnen, wir wollen den Kübel gewinnen. Leider haben wir nicht gewonnen. Dort. Nein. Aber fast. Aber gegen einen hochdekorierten FCB im Penalty-Schießen. Es ist wirklich ist crazy, was dort auf dem Platz gestanden ist. Wirklich abartig gewesen. Wir haben das wirklich stark gemessen. Auch während der Meisterschaft. Zweiter wurde hinter dem FCB. Ja, gegen sie, aber... Wirklich ein Überteam gewesen, ja. Was hast du sonst noch so für Erinnerungen an deine Zeit beim FC Luzern? Ich habe gesagt, das ist die längste Zeit gewesen. Du bist fünf, sechs, halb Saison. Eine lange Zeit in einem interessanten Verein. Entschuldigung. Ich meine es im positiven Sinn. Aber nie ist es positiv, wenn man interessant sagt. Aber auch in anderen. Oh, interessant. Nein, der FC Luzern ist ein Verein mit einem riesen Einzugsgebiet, mit einer tiefen Verankerung in der Zentralschweiz, mit einem mittlerweile schmucken, gut gefüllten Stadion. Aktuell läuft es auch wieder sportlich noch gut. Und das andere ist dann die andere Seite, dass einfach immer Unruhe ist. Aber wie hast du deine, bevor wir vielleicht zur Aktualität kommen, deine Zeit beim FC Luzern erlebt? Ja, also allgemein gesehen eigentlich nicht viel anders, als es jetzt in den letzten Jahren noch war. Es war einfach ein Auf und Ab, oder? Super halbes Jahr. Nicht nur schlecht, sondern sehr schlechte Rückrunde und umgekehrt. Immer wieder auf und ab, als eine Achterbahn. Und auf meine Person bezogen ist das eine sehr interessante, aber im positivsten Sinn Zeit gewesen. Ich habe nie irgendwie jetzt als Spieler, eben schon meine Anfangszeit, habe ja beschrieben, wie das schwierig war und streng. Und dann hat es Trainerwechsel gegeben. Und ich habe nie irgendwie eine Lobby als Spieler dort. Ich bin immer so ein bisschen als der Zürich-Bub abgestempelt worden, vor allem von außen. Und ich glaube, wie viele Vorbereitungen sind das? 5,5 Jahre, das sind also 10 Vorbereitungen plus. Ich bin vielleicht zweimal in die Vorbereitung gestartet als geplanter Stammspieler. Sonst haben wir immer irgendwie noch einen geholt oder irgendwie noch sonst etwas umgestellt. Das habe immer müssen wieder von hinten. Und bin eigentlich mega, mega stolz, dass ich dann gleich Saison für Saison immer wieder mich durchgesetzt habe. Bis am Schluss eigentlich immer zu sehr vielen Matches gekommen bin. Und das ist so ein bisschen mein persönlich grösster Erfolg jetzt in dieser Zeit. Sonst als Team eben Höchs und Tiefs mit himmelhoch jauchzenden Momenten, wo zum Beispiel im letzten Heimspiel noch gegen Sion in der 94. macht der Schnorri noch das Goal, wo wir dann die Europa-Quali gesichert haben. Das ist so ein Highlight, wo ja, das Stadion explodiert ist, aber auch mit einem mega harten Moment, wo wir wirklich tiefsten Abstiegskampf gewesen sind oder Cup-Niederlage in Delemont und so Zeug, hat es alles auch gegeben. Also wirklich eine sehr interessante Zeit, aber wirklich interessant in beide Richtungen. Wie stehst du denn zu denen? Es gibt ein paar Spieler, die sagen, man soll nicht so lange in einem Verein bleiben. Mhm. Weil es tut sich alles immer wiederholen, man ist nicht mehr so ambitioniert, man holt nicht mehr aus sich aus. Du bist jetzt über 5 Jahre da gewesen. Kannst du das teilen, die Ansichten? Dass ein paar findet, hey, nach 4 Jahren dann musst du einfach gehen. Man braucht wirklich einen neuen Antrieb. Nein, kann ich eigentlich nicht teilen. Ich glaube, das ist aber auch nicht vollkommen falsch. Ich glaube, jetzt bei Luzern war ja, das nie gut. Das Gleiche gewesen, weil da hatte ich glaube, 5 Trainer gehabt und 3 Präsidenten und 3 Sportchefs. Also von dem her ist das überhaupt nicht immer das Gleiche gewesen. Überhaupt nicht. Wenn man in einem Club ist wie... Was gibt es da für ein Beispiel? Du kannst kein Schweizer Beispiel nehmen. St. Gallen. Ja. Wenn man jetzt die letzten 5 Jahre bei St. Gallen war, könnte die Aussage vielleicht zutreffen. Gut, hast du wie immer 11 neue Mitspieler? Das ist immerhin schon mal etwas anderes. Ja, ja. Aber das ist schon, was du beschreibst. Das haben wir ja von außen immer so staunend beobachtet. Es gibt ja Mannschaften, die spielen stabil, konsequent in der unteren Tabellenhälfte und kommen dort eine raus und die spielen konstant gegen die Abstieg. Aber gibt es das in der Schweiz? Ja, in der Schweiz vielleicht ein bisschen weniger, das stimmt. Also gut, Basel ist jetzt ein Club, der immer unten spielt, oder nicht? Aber so das krasse Auf und Ab, ich finde, in meiner Wahrnehmung ist es der FC St. Gallen,
wo sie jahrelang so funktioniert hat, und der FC Luzern. Einerseits spielen sie eine halbe Saison fast um den Meistertitel mit und dann stürzen sie ab oder umgekehrt. Sie haben eine ganz schlimme Hinrunde und rollen das Feld von hinten auf und spielen eine riesige Rückrunde. FCZ? Ja, jetzt die jüngste Frage schon. Ich kann auch was Meister, sagen. Abstiegskampf, Abstieg. Ja. Aber, ja, saisonweise, aber nicht innerhalb von der gleichen Saison. Das, innerhalb von der gleichen Saison immer zwei komplett verschiedene Gesichter. Aha, so. Innerhalb von einer Saison. Das ist so St. Gallen und Luzern. Ja. Ich bin bei dir, ja. Ja, dann stimmt. Warum? Also, was ist deine Erklärung jetzt auf den FC Luzern bezogen? Ja, die Unruhe innerhalb des Vereins? Ja. Also, ja. Also, jetzt ist es vielleicht einfacher, vor allem Spieler sagst du nein. Willst du dich auch selber in die Verantwortung nehmen, aber wenn ich es so ein bisschen. Das hilft einfach nicht an einem Club, oder? Und ich ziehe absolut den Hut von Mario Frick und dem Staff und dem Team, wie die das jetzt in der letzten Zeit. Also es ist eine Herkulesleistung. Wirklich unglaublich. Von dem her ist es möglich, dass man auch so turbulente Zeiten sportlich kann bestehen. Aber wir haben das damals nicht angebracht. Ich habe auch schon gehört, Das meinen ja viele, dass das eine Mannschaft mega belastet, wenn es im Club so Unruhe herrscht. Aber ich habe auch schon gehört von Leuten, die sagen, eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, die Spieler interessiert es überhaupt nicht, was in dem Verein läuft. Solange sie ihren Lohn bekommen, dann ist das gut. Und solange es sportlich gut läuft, dann schauen sie einfach auf den Trainer. Aber der Rest hat wie gar keinen Bezug oder es interessiert sie nicht. Vielleicht bist du einer, der sich mehr dafür interessiert hat. Aber absolut richtig. Aber dann muss man auch wieder die Unruhe unterscheiden. Wenn es darum geht, wäre jetzt mehr Aktienkapital, ja, dann geht das Spiel vielleicht weniger, als wenn es darum geht, wird jetzt ein Sportchef, dass der Trainer geht und der Spieler auch, ja, oder der Assistenztrainer möchte. So, das ist dann viel näher am Team, oder? Ja. Und so Unruhe gibt es halt nun mal im Fußball auch. Aber darum ist vielleicht die Situation aktuell einfacher für den ganzen Staff, weil abgesehen von den Besitzverhältnissen, abgesehen vom einsamen Bernhard Albsteg, der Rest des Vereins kommt ja einem zusammen, sehr eingeschworen, ja, und fast noch mehr eingeschworen vor, als man es je gesehen hat. Dann kann man den Rest sicher besser ausblenden, als wenn es jetzt zum Beispiel ist, wie wenn du jetzt Basel nimmst, das Beispiel jetzt, wenn du auf einmal der Trainer ist wieder weg, dann hockt der Sportchef wieder an, dann täubelt es und dann ist alles Unruhe. Das betrifft die Spieler sicher viel mehr, als wenn es darum geht, bei diesen Aktienverhältnissen, wo kommt noch irgendjemand raus eigentlich. Ich weiss einfach, er hat jetzt gerade wieder einen Gerichtsfall verloren, aber ich habe den Überblick komplett verloren. Ich fange immer an zu lesen und dann, ja, jetzt Gerichtsfall, das sage jetzt gegen den Albsteg entschieden, und ich sage, jetzt ist es also entschieden. Wobei, und dann gibt es noch einen Rekurs weiterziehen, dann kommt wieder der Sascha Witt-Gorowitz ins Sprechen, der noch irgendetwas sagt, und dann sage ich, jetzt komme ich schon wieder nicht mehr. Und es sind ja eins absolut von aktuell sieben Verfahren, die parallel laufen. Keine Ahnung. Ich habe wirklich. Muss Jurist sein, um daraus zu kommen. Ja, wirklich. Keine Ahnung. Sag zum Meme, seinem Lieblingsthema Major League Soccer. So. wie ist der Entscheid greift nach deiner 5,5 Saison beim FC Luzern in die USA zu wechseln? Also ich muss vorausschiessen, der zweite Vertrag, den ich unterschreiben bei Luzern, die zweiten drei Jahre, da hat es so eine Ausstiegsklausel drin gehabt. Dort war eigentlich das Ziel gewesen, hey, das ist eher um den pushen wir jetzt noch ein bisschen und dann geht er irgendwo hin. Muss realistisch sein, ich war dort irgendwie schon 26, nicht irgendwie der Nazi oder so, aber so zweite Bulli, zweite spanische, so ein bisschen so Sachen, also auch eine realistische Ablöse. Also eigentlich schon dort der Gedanke, hey, es ist mega cool da, ich bin gerne da, ich weiss das zu schätzen, aber ich würde gerne mal noch etwas anderes sehen. Durch den Fußball, vom Fußball, was auch immer. Ja, und dann hat es einfach nie wirklich geklappt. Angebot hast du gehabt? Habe ich auch gehabt, aber leider halt zum falschen Moment, wo noch keine Ablöse drin war. Entweder hat es mal ein Angebot gehabt und es hat so nicht gepasst, oder ich kann wählen, aber es hat so nicht gepasst. Immer diverse Gründe. Auf jeden Fall ist dann kurz, ein halbes Jahr bevor mein Vertrag dann ausgelaufen wäre, ein Angebot von der MLS gekommen, das aber nicht kann zahlen kann, wo keine Ablöse kann zahlen kann. Und für mich war das so gewesen, mehr etwas anderes als MLS geht eigentlich nicht, oder? Andere Kalender, verschiedene Zeitzonen, anderer Modus, alles, oder? Und weder auf noch absteigen. Ja, ja. Geschlossene Liga. Ja, Playoffs. Wo bin ich? Ich wollte das unbedingt machen, oder? Etwas anderes. Meine Frau, zurzeit zwar schwanger, aber hoch Amerika-affin, auch an Bord, und ja, dann das Gespräch gesucht mit den damaligen Verantwortlichen, und dann hat das dann glücklicherweise geklappt, ja. Du sagst, das ist
die beste Zeit in deinem Fußballerleben, die beste Entscheidung überhaupt? Warum? Weil, also, die Ausgangslage war, dass ich dachte, eben, ich sehe jetzt noch etwas anderes, ich mache etwas für mein Leben. Und Fußballer ist gerade wahrscheinlich so ein bisschen richtig Challenge League. Aber ich werde jetzt 30, ist okay. Von Minneapolis, der Stadt, wo ich angezogen bin, habe ich bis auf ein paar Bilder auf Google nicht viel gewusst und ein paar Artikel auf Google. Und da denke ich, hey, das wird cool, oder? Aber es ist einfach noch viel besser geworden. Also Minneapolis ist so eine coole Stadt. Der Fußball ist so viel besser, als ich mir erwartet hätte. Oder, ja. Und das mit der Familie hat reibungslos geklappt. Das, man überlegt sich dann schon, man bringt dann dort das Kind zur Welt ohne Mami und Papi und Schwiegermutter und Schwiegervater und irgendwelche sozialen Umfeld oder und in einem fremden Land. Aber das ist einfach, alles ist einfach besser gewesen als sonst schon eigentlich höher erwartet. Oder? Und ja, das Gesamtpaket, die Euphorie, die wir in uns gedreht haben über die 2 Jahre eigentlich, Tag zu Woche, Highlight, ist einfach, ja. Also ihr als Paar oder ihr als Mannschaft? Wir als Familie und ich persönlich auch als Fußballer. Als Mannschaft sind wir nicht so der Burner gewesen. Aber das bestätigen Sie, der Fanboy, unterstellst du mich, das Fanboy? Ich finde es wirklich eine sehr spannende Liga. Also wirklich, im Unterschied zu allen anderen außereuropäischen Ligen, die ja so teilweise mit der grossen Kelle anrühren, also eben halt Saudi-Arabien, China, was vorher war, ist das wie eine Liga mit einem Konzept, das halt so anders funktioniert als alles andere, dass ich es sehr interessant finde. Also es hat sehr interessante Ansätze. Interessant, positiv sind, wo durchaus zur Diskussion gestellt werden für europäische Sachen. Sie erfinden ja eigentlich wieder Fußball neu. Also sie gehen so einen anderen Weg, wo alles im traditionellen europäischen Fußball nicht denkbar ist. Also da hat es schlechte Sachen drin, wie zum Beispiel Playoffs, wo ich zum Beispiel doof finde. Geschlossene Liga kann ich auch nicht damit anfangen, aber alles andere, was sie haben mit Salary Cap, mit denen und vor allem, dass sie eine Liga sind, wo das eigentlich alles organisiert. Also die Spieler, die haben ja einen Vertrag mit der Liga selber und die Liga hat das Interesse, dass die Liga möglichst gut und möglichst spannend, möglichst attraktiv ist. Und dann machen sie halt Überlegungen, die im europäischen Fußball niemand macht, weil dort überlegt jeder, was hilft meinem Verein. Und die Vereine, die eher ein bisschen viel zu sagen haben, entscheiden dann Sachen, die für den ganzen europäischen Fußball zählen, die nicht immer gut sind, wenn es die Giganten betrifft. Und so hast du halt eine Instanz, die einfach schaut, dass alles für alle stimmt, nach Möglichkeit, dass niemand bevorzugt wird. Du hast alles die Draft-System, wo die schlechteste Mannschaft den besten Junior überkommt. Einfach so, dass Liga-Produkt ist das blödes Wort, aber Produkt, dass das Produkt gut funktioniert und attraktiv ist. Das sind die saugeile Überlegungen. Das gibt es da einfach nicht. Es erstaunt mich eben, dass du, alter Fußballromantiker, das so gut findest, obwohl es so eine amerikanische «There's no business like show business» Idee ist mit geschlossener Liga und all dem, was du jetzt geschildert hast. Wie hast du erlebt? Es ist eine Show-Liga in dem Sinne. Es wird vermarktet und es ist nicht das alte europäische System, wo du musst dich Liga für Liga aufkämpfen. Ja, absolut. Also es ist eine Show-Liga. Ich habe zum Beispiel Social Media, gut, ich habe Facebook, aber auch so alibimäßig. Aber da kommst du dann und dann wird eigentlich encouraged, dass du Instagram machst und die Liga promotest, oder? Und mal ein Bild aus der Garderobe und ein Good Win und so. Also das kommt man auch mit über. Man muss es nicht machen, aber hey, es wäre mega cool, wenn du es machst, oder? Wird einem von der Liga aus, nicht vom Club oder vom Trainer, aber von der Liga aus immer wieder kommst ein Newsletter rüber oder so Sachen. Also von dem her sicher ein Aspekt schon dabei, also vor jedem Match die Hymne etc. Und die einen haben irgendwie so Feuerwerk, wenn es Goal gibt. Und die anderen versagen den Baumstamm. Ich kann jetzt das eigentlich sagen, weil da kann eh niemand etwas damit anfangen. Oh, Portland! Aber, ja, genau, aber das ist so eine coole Tradition. Der Torschütz kommt nachher der Schnitz über und dann wird dort eingraviert, der Goal dann und dann gegen die und die. Nach dem Spiel, also so viele so Show-Sachen, aber ich habe das geliebt. Also ein Topscore von dieser Mannschaft muss die hier anbauen, ja, zumal wie Holzschnitz irgendwo unterbringen. Der hat einen Wald. Ich glaube, der hat einfach eine Schmine. Oder eine Schmine. Das ist auch gut. Ja, nein, natürlich ist viel Show dabei. Und sie haben ja auch viel, es ist ja
Der europäische Fußball ist ja gewachsen über 100 Jahre und da hat es auch Auswüchse gegeben. Weißt, jetzt hat es ja überall Ultras zum Beispiel. Das ist wie so ein so muss man sich aufführen als Fans. Ein bisschen Pyros, ein bisschen böse ausgesehen, ein bisschen alle gleichen Anlegen. Und niemand darf irgendetwas sagen. Niemand steht mit dem Namen an. Wir haben mal eine Geschichte gemacht, wo der Stefan Frey, der Goalie von den Seattle Sounders, der ja Schweizer Wurzeln hat, und dann auch so mit noch Leuten geredet, so, wo halt dort irgendetwas machen. Dann hat es auch so, und so, wurde so, ja, wir würden gerne mal etwas über die Fans. Seattle hat eine relativ grosse Fan gemeint, Portland eben auch. Und dann hat es einfach so, weißt du, auf die Website von diesen, in Anführungszeichen, Ultras, und die stehen nicht alle mit dem Namen, und du kannst anrufen mit Telefonnummer, so telefonieren, du kannst auch mitgehen und alles, wie ist. Das ist so ein vollkommen anderer Ansatz. Und du findest so, okay, wenn du da wärst, können wir echt ein Statement haben von der FC Zürich Ultras. Bestimmt, bestimmt kannst du das. Ja, das ist in allen Bereichen mega anders. Wünschtest du dir in Europa ein bisschen mehr von dem amerikanischen Fußball-Spirit? Geht das überhaupt? Oder ist das gar nicht nötig? Ja, es ist wirklich so anders, dass es mega schwierig ist, sich das nur schon vorzustellen. Ich habe den Gedanken irgendwie auch cool gefunden, eben, dass es alle Spieler, egal von welchem Club, gehören ja eigentlich zu der gleichen Liga, oder? Und man spielt zwar für seinen Verein, aber am Schluss ist man quasi eins. Also es kann sein, dass morgen das Telefon kommt und du musst zum anderen Club, oder? Und so, dass, hey, wir sind im Fall alle im gleichen Boot. Und das habe ich irgendwo durch noch cool gefunden, würde aber dann Downside wäre, es gäbe nicht mehr so die Rivalität, oder? Und ich bin Zürich-Spieler, nicht Basel, oder? Ich bin, also, so wie ich das dort geschätzt habe, will ich das, was wir da haben, irgendwie auch nicht verlieren. Und darum finde ich es echt gut, so wie es ist. Wir haben da das und dort auch dort. Und heute ist ja Globalisierung und man kann hin und her fliegen. Und dann können wir uns nehmen, was wir brauchen oder was wir wollen. Ja, das ist eben auch ein grosses Problem natürlich, oder? Weil eigentlich ist die MLS ja jetzt, also der amerikanische Fußball ist ja auch in dem globalen Fußball Business eingliedert. Und alle auf der ganz anderen Welt funktioniert so, dass du eine Nachwuchsabteilung hast. Jeder Club hat eine Nachwuchsabteilung, die kommen in die erste Mannschaft und wenn ein anderer Club einen Spieler will, dann wird er transferiert dorthin. Dort funktioniert es so, dass die Clubs keine Nachwuchsabteilung haben, sondern es geht alles über den College-Fußball. Und jetzt ist es aber mittlerweile so, dass die auch einen Wert haben. Also die europäischen Clubs kaufen ja junge Amerikaner, spielen ja ganz viele von der amerikanischen Nationalmannschaft, spielen die in Grossclubs in Europa. Wie funktioniert jetzt das? Wer kommt denn das Geld über und was macht man dann mit dem Geld? Und sie haben wie das eigene haben sie halt nicht. Mhm. Darum wären sie auch langfristig müssen, habe ich das Gefühl, dass so umbauen, dass sie dann halt eben auch die eigenen haben und dann hättest du das wieder, dass einer von Atlanta wirklich bei Atlanta vielleicht spielt. Ja, es ist ja auch gekommen, also die sind grausam am Academies am Aufbauen. Es ist einfach wirklich nur die Frage, wie bringt man das unter einen Hut mit dem ganzen Ausbildungssystem, College und so, dass sie dann nicht fürs College spielen, sondern für eine Academy. Genau. Was natürlich Colleges auch nicht wollen, weil die verdienen ja Geld mit all diesen Sportprogrammen und ja, schwieriges Thema, aber ich glaube... Revolution. Ja, Zeit für Revolution. Ist MLS bedroht durch das Agieren von Saudi-Arabien, dass sie momentan all die Topstars, die zugegebenermaßen eher ältere Topstars aus Europa wegkaufen? Das sind doch hin und wieder, du bist das beste Beispiel, ein europäischer Topstar, der am Schluss von seiner Karriere noch in den USA ist gespielt. Nicht der Lionel Messi wäre jetzt aktuelles Beispiel. Ja, wir zwei. Ihr zwei? Ja, das sind auch die, die Liga geprägt haben. Der Pele vielleicht. Und der Josef Martinez, der alte. Ja. Weißt du, der hat es bei IBE. Das ist, da muss man schon ein bisschen relativieren vom Niveau her. Mhm. Also, dem hat es bei IBE nicht gelangt. Bei Thun ist er jetzt nicht wahnsinnig aufgefallen. Und jetzt ist er der grösste Superstar und spielt mit Messi. So viel. Ich weiss nicht. Wie heisst er? Tabakovic. Ja. Hat auch nicht wirklich gelangt in der Schweiz. Und jetzt ist er ein Superstar in der zweiten Bulli bei einem absoluten Transitionsclub. Also, manchmal ist auch der Moment und der Ort, ein Martinez, Latino, hat sich vielleicht in der Schweiz nicht so gehoben gefühlt wie in Amerika. Also ich weiss nicht, ob das wirklich etwas aussagt über die Qualitäten von der Ligen. Ich habe euch unterbrochen, ja. Nochmal die Frage, ist die MLS bedroht durch das aktuelle Agieren von Saudi-Arabien? Ich glaube, so bedroht wie alle anderen Ligen. Nicht irgendwie mehr oder weniger. Ja, es leidet nicht nur Amerika, sage ich. Ein Neymar hätte auch können zu einem europäischen Tor. Also Europa leidet auch. Nein.
Ich bin ganz ehrlich, ich bin froh, ist er weit weg. Ja, das bin ich. Man hätte ein anderes Beispiel. Ich glaube, sie leiden über. Also, es betrifft sie wirklich nicht. Also, von denen, ich meine, es hat schon so viele Projekte auf der ganzen Welt von Leuten, die eine Liga gross machen wollen. Oder von die China-Liga, Saudi-Liga. Und sind alles so, gehen ja dann auf die alternden Top-Stars. Und das ist etwas, was die Amerikaner zwar früher gemacht haben. Jetzt hat es nur noch vereinzelte wie Tiesa und Messi, sonst hat es eigentlich keine. Die holen nicht mehr all die grossen Leute. Also dann haben sie Lehner. Also ein paar hat es immer dabei. Jetzt der Messi ist wie ein neues Team, da musst du noch irgendwie das neue Zeug reinmischen, dort hat es ein paar dabei. Aber sonst setzen sie ja nicht mehr um das. Es ist die Liga, die konstant wächst, seit langem. Jetzt hoffen alle auf einen sehr viel stärkeren Fernsehvertrag das nächste Mal und das pusht es auch mega. Jetzt, wenn habt ihr mal, habt ihr Apple TV? Habt ihr Apple TV eingeschaltet? Da kommt gerade jetzt abonnieren, MLS, Season, bla bla bla, Messi dort. Also da könnte schon sein, dass es das nächste Mal dann ein bisschen mehr Geld gibt. Der ist wieder eigentlich eine Werbefigur dort für die Liga. Wichtig für die Liga, Lionel Messi oder Gerd Zahoni? Ja. Lionel Messi wäre auch für die Super League wichtig. Für jede. Ja gut, wir können uns ihn nicht leisten. Also in welchem Club würde der Messi platzieren? In der Schweiz. Wenn du jetzt so ein Liga-Verantwortlicher wie bei der MLS wärst und sagst, okay, jetzt holen wir den Messi, wo tust du ihn hin? Ja, bei der schwächsten Mannschaft müsstest du ihn dann alle tun, oder? Ja. Was jetzt? Noch jetzt mit dem Messi mit Stadlos. Ey, ja. Bei Basel. Ja, das letzte. Ja. Ja. Das wäre aufgegangen. Sonst wüsste ich, wo würden die anpassen? Schwierig. Ja, passen würde zum FC Sion natürlich, aber... Das Challenge liegt dort einfach nicht an. Das ist ja wie, nicht möglich. Ist schon viel gegangen. Ey. Wir machen uns noch ein paar Gedanken darüber, wo wir den Lionel Messi würden parkieren, wenn wir dann müssten. FC Stefan würde ich zu Wort. Wow. Wir sind leider schon am Ende von unserer Fernsehzeit. Wir haben aber noch zwei, drei Sachen zu besprechen, weil es ist wie erwartet uns die Zeit davon galoppiert. Ich wollte schon noch ein bisschen mit dir über dein Karriereende und wie man das so angeht. Stichwort FC Mugello, aber Stichwort auch sonst. Was mache ich sonst noch im Leben mit dir reden und über die Nachwuchsförderung in der Schweiz, weil du dort gerade aktiv auch Teil bist davon. Leider können wir das nicht mitüber, wenn ihr uns am Fernsehen seht. Ihr könnt es aber mitüberkommen, wenn ihr uns auch schaut auf Spotify oder einfach uns auf irgendeiner Podcast-App abonniert und uns hört, so wie es ursprünglich mal gedacht war mit dem Podcast. Von Challenge League bis Champions League. Der SRF-Fußball-Podcast Sikora Gisler. Stichwort Karriereende. Du bist dann, wo du zurückgekommen bist aus den USA, noch zum FC Aarau. Hast du dort noch interessanterweise bist du gerade nach der legendären Barrage gegen Xamax gekommen. Du bist in den Spuren von Silvan Widmer. Ja. Du bist in einen traumatisierten Verein gewechselt. Also, wie war die Stimmung, bevor wir nachher über dein Karriereende wirklich reden, wo du zum FC Aarau gekommen bist, nachdem sie gerade die Barrage nach einer 4-0-Führung im Hinspiel noch aus der Hand gegeben haben gegen Xamax? Ja, wie war die Stimmung? Ich bin aus der Euphorie von Amerika gekommen. Ich habe selber versucht, irgendwie, dass das auch von mir als Auftrag mitgegeben wurde als neuer Spieler. Hey, da jetzt ein bisschen, das müssen wir können abschalten, abschliessen und weiter geht's. Und das versucht einzubringen, ist natürlich schon ein mega prägender Moment. Nicht nur für jeden Spieler einzeln, der dabei war, sondern für die Mannschaft und den ganzen Verein. Und da haben wir sicher auch noch ein bisschen daran gezehrt. Ja. Aber du hast schon gewusst, also du bist erst verpflichtet worden nach. Du hast eigentlich damit gerechnet, dass du eventuell zu einem Super League-Fan wärst. Okay. Scheiße. Ja, ich habe eigentlich zwei. Also ich habe den Vertrag im Fall A und den Vertrag im Fall B eigentlich schon beides gehabt. Ja. Wirklich? Und, A und B. Und ja, bin dann zur Zeit vom Barrage-Rückspiel in Amerika gewesen, weil ich noch vieles zu tun hatte und noch Sachen abschliessen hatte. Und dann war der 4-0 Auswärtssieg und. Hast du schon mal den Vertrag A unterschrieben? Nein, beide schon unterschrieben gewesen. Also. Der Vertrag bin ich einfach verrissen. Ich habe prinzipiell mit beiden Szenarien sehr gut können leben, aber wenn man dann 4-0 gewinnt, dann ja, man tut noch nicht anstoßen, weil einfach, wie man das nicht macht. Ja, aber ganz ehrlich, habe auch ich gedacht, gut, es gibt noch ein Jahr, zwei, drei Super League und das hat es halt dann nicht gegeben. Wir haben vor einer Woche haben wir Sikora Gisler live gemacht im Bierhübli zu Bern. Zu Gast der Raphael Nuzzolo, der auf der anderen Seite rot bekommen hat noch. Ja, ja. Im Hinspiel noch mit Rot vom Platz. Wir haben auch festgestellt, meistens haben seine Mannschaften dann Erfolg gehabt, wenn er gesperrt war. Was oft der Fall war. Aber er hat uns dann so viel erzählt, wie sie
für das Rückspiel ja auswärts eben in Aarau, auf das Aarau gekommen sind und sind in die Stadt gefahren und die Festzelte sind schon aufgestellt. Und so eine Festbühne hat schon aufgestellt in Aarau, der Stadt. Und als er nachher auf der Bankplatz oder auf der Tribüne Platz genommen hat, ist ein Aarau-Vertreter zu ihm gekommen und hat ihm fast schon kondoliert und so, dass sie jetzt halt nicht aufsteigen. Also es war schon alles angerichtet für einen Aufstieg, der dann leider nicht stattgefunden hat. Du musst auch noch erzählen, dass sie nachher auf der Heimfahrt gefunden haben und jetzt gehen wir wieder bei dieser Festbühne vorbei. Dann sind sie noch bei dieser Festbühne vorbeigefahren und jetzt gehen wir dort auf dieser Bühne jubeln und dann sind sie schon ausgestiegen. Aber nachher ich so Aarau-Fans da gehabt und können vielleicht gleich nicht. Dann sind sie wieder eingestiegen. Der Nutz noch mit voriger Energie wieder nicht hat spielen, hat er noch seine Freude rauslassen. Gut, aber das ist ein anderes. Wir haben über dein Karriereende reden. Wie hast du das gemacht? Heute bist du bei der, wie heisst sie, bei der Athletes Network. Nein, ich meine, die Schule. Sport Academy, danke. Sport Academy bist du angestellt. Du hast einen Beruf. Wie ist das gegangen? Du hast jetzt Athlete Network angesprochen. Das ist die Organisation, die Benny Huckel auch sehr stark dafür einsteht, weil er, glaube ich, auch es nicht so einfach gefunden hat, nach der Karriere wieder einen Fuß auf den Boden zu bringen. Wie hast du es erlebt? Fast ein bisschen kitschig habe ich es erlebt. Ich habe mich schon bei der Entscheidung, wieder zurück zu Aarau zu kommen, eigentlich mit dem schon befasst. Oder? Man kommt heim, man wohnt wieder da, wo man gewohnt hat. Man wohnt dort, wo wahrscheinlich mal Kinder in die Schule gehen. Das sind alles dann so Faktoren, die dann einflüssen bei so einer Entscheidung, bei 30 plus als Fußballer. Dann zwei Jahre unterschrieben und dann gedacht, das ist vielleicht der letzte Vertrag und dann nochmal ein Jahr verlängert. Und habe dann nach der dritten Saison, die auch sehr spannend war, eigentlich schon das Gefühl gehabt, hey, egal wie das endet, das ist es. Oder entweder schaffen wir einen Aufstieg und ich höre mit meinem Highlight auf, oder wir schaffen es nicht. Und dann gibt es wahrscheinlich, wie man den Fußball kennt, wieder einen Umbruch und Spieler gehen, vielleicht sogar einen Trainerwechsel, was auch immer. Und nochmal die Energie, um nochmal so einen Neuanfang zu machen nach dem 4-4 und was alles passiert ist. Oder will ich das nochmal, mag ich das nochmal? Und dann habe ich mich wirklich angefangen damit beschäftigt, hey, was gibt es überhaupt, was interessiert mich überhaupt. Und dort hat mir eben die Athletes Network mega geholfen. Ist genau dann ihr Thema, was sie wollen bieten und besprechen und ansprechen. Also Karriere nach der Karriere und wie bereitet man sich darauf vor, etc. Und ja, das ist dann wirklich fast kitschig abgelaufen, so dass ich mich dort getroffen habe. Da habe ich so eine Standortbestimmung gemacht, wo man so ein bisschen herausfinden, was bietet mein Rucksack bis jetzt überhaupt für Möglichkeiten oder was muss ich noch rein tun, damit ich das machen kann, was mir gefällt, etc. Was gefällt mir denn überhaupt? Was wird mir das irgendwie annähernd wieder können das geben, was mir der Fußball jetzt über die Jahre gegeben hat? Es ist ganz schwierig, das zu finden. Und bevor die Standortbestimmung fertig war, die über 6 Bausteine geht, habe ich dann eigentlich wie an einer anderen Ecke, lieber Gruß an Mr. Cultura, den Job bekommen, den ich heute habe bei der Sport Academy Zürich, was man sich so ein bisschen als Talentmanager bei einem Verein kann vorstellen kann, einfach statt bei einem Verein, bei einer Schule für Sporttalent. Das ist eine Berufsschule. KV für Sporttalent. Also jetzt sind Toni Domgioni, Christian Fasnacht, Matteo Di Giusto, die sind all dort durch. Dann hättest du das Athlete Network gar nicht gebraucht, eigentlich, weil das dir sowieso zugeflogen ist per Zufall. Nein. Also das Athlete Network hat mich an einen heutigen Talentmanager weitervermittelt. Ich habe mit ihm dafür ein Gespräch führen, der Talentmanager vom FC Zürich. Einfach, was sein Beruf überhaupt beinhaltet, was das darstellt, was das bedeutet. Einfach so eigentlich ein Kaffee zum Austausch. Mhm. Und der Typ, den ich noch nie gesehen habe vorher, ist mehr als nur offen und nett und hilfsbereit gewesen und hat natürlich auch Kontakt mit diesen Sportschulen und hat gewusst, dass dort so eine Position frei wird. Wäre das etwas für dich? So, ja, eventuell. Ich bin immer noch Profi bei Aarau, muss ich sagen. Ich gehe einfach mit dem Kaffee nehmen. Und am gleichen Abend ruft mir der Schulleiter an. Am nächsten Tag habe ich ein Vorstellungsgespräch. Und nachdem ich bewiesen habe, dass ich ein E-Mail schreiben kann und ein Excel aufmachen kann, mehr oder weniger. Aber nur aufmachen, oder? Nur aufmachen. Ja. Und mehr oder weniger, weil im Geschäft lachen sich sicher kaputt, wenn sie das hören. Es startet sich immer so und dann wir wechseln in der Fußballkarriere. Wenn etwas erfolgreich ist, dann yes! Dann musst du die Vierer lassen. Ja. Hey, Schiri! Ja. Genau. Und es hat ein paar Fehlpässe in diesem E-Mail. Aber ja, nur
Ja, dann hat das gepasst. Auf Ende Saison, nicht schon im Winter, also im November hat das alles stattgefunden. Und ich darf noch mit meiner Familie die Ferien nachher und es hat einfach alles gepasst. Und ja, das ja, das ist wirklich eine Glückssituation, dass ich das Deadlines Network habe und dass ich den Ivano Siguro, das habe ich damals gleich gesagt, habe, und dass ich die Sport Academy auch heute noch habe, die mich damals quasi aufgenommen hat als Greenhorn in der Privatwirtschaft. Mhm. Mir gleich noch die Möglichkeit bietet, tagtäglich um den Fußball und um den Sport herumzuziehen mit jungen, ambitionierten Sportlern. Und das ist echt schön. Das ist wirklich sehr ein Glücksfall. Weil ich meine, das muss man ja schon sehen, wenn alle die Profisportler, die dann irgendwann mal aufhören, Profifußball gibt es ja eigentlich relativ viele in der Schweiz, so viele Posten gibt es ja nicht im Fußball außerhalb von, also weißt du, so Trainerposten und alles das Stuff und alles das Sachen. So viel gibt es gar nicht. Also das heisst, die meisten werden nichts dort finden. Und wenn die dann mit 32, 33 aufhören, ist es ja nicht so, dass irgendein Geschäft auf die gewartet hat, weil die haben die letzten 20 Jahre nichts gemacht, außer geshootet. Und dann vielleicht noch eine Proforma-Ausbildung im KV oder irgendwo in einer Bäckerei oder was auch immer, wo sicher auf jeden Fall jetzt nichts mehr gilt, weil sie halt 20 Jahre lang etwas anderes gemacht haben. Das ist schon noch schwierig. Also die kommen dann einfach nie nicht zu unten und sie können nichts. Da hast du Glück gehabt, dass du erstens etwas kannst und zweitens noch im Fußball bleiben. Voll. Und darum ist das, was die Athletes Network macht, so gut und so wichtig und funktioniert auch. Die haben das, also ich will auch, es ist ein schmaler Grad, ich will auch nicht brüllen, weil man hat ja gleich das Glück, 15, 20 Jahre das zu machen und auch noch seinen Lebensunterhalt damit zu verdienen, ist nicht wie ein Görling. Mhm. Oder? Es ist ja gleich schön, aber es ist dann, wenn es fertig ist, umso schwieriger. Weil mhm. Der Görler hat nebenbei die schaffen sie, noch. Der ja. hat geschafft, der hat sich das erarbeitet und der Fußball hört einfach auf und mhm. geht nicht mehr ins Training und hat keine Ahnung, wie er weitermachen soll. Und das ist, glaube ich, auch noch etwas, wo beim Athletes Network glaub, noch recht Wert darauf gelegt wird, dass glaub, früher hat es recht viele Leute gegeben, die haben einfach geshootet die ganze Zeit. Irgendwann ist ihre Karriere fertig und dann haben sie gedacht, okay, jetzt, ich kann ja gar nichts, ich kann ja gar nichts, niemand will mich. Mhm. Dass sie jetzt auch darauf Wert gelegt wird, dass man schon gegen Ende von seiner Karriere anfängt. Nicht mal nur das Ende, man hat so viel Zeit als Sportler. Ja. Also vielleicht, bevor es dieses Network gegeben hat, ich habe die Ausbildung gemacht, KV, und bin Jungprofi beim FC Wiel, ausgelernt vom FC Zürich und musste in Adliswil arbeiten, vom 7. bis am 8. Dann mit dem Zug auf Wiel ins Training am 10. Dann im Zug zurück auf Zürich, noch schnell zum Mittagessen, wieder arbeiten bis am 3, 4 und wieder auf Wiel ins Training. Oder? Mhm. Und was habe ich jetzt wieder mit dem? Dass du während deiner Karriere schon ein bisschen etwas gemacht hast. Genau. Und schon und dann wirst du Profi, ja. und gehst ins Tessin und dann ist Training, Bella Vita, ein bisschen Kaffee, ein bisschen Pasta und am Nachmittag Game noch eins und dann irgendwann am Wochenende Spiel. Oder? Und das habe ich schon auch mega genossen. Mega cool. Du schreibst jetzt gerade die Zeit bei Bellinzona, genau. Wenn es dort ist. Schon geil. Mega cool. Jetzt weiss ich, warum es da gerade nicht angekommen ist. Wenn es nicht missen, es war brutal, Bombe. Aber ich habe dann, während ich bei Wiel viel gelernt habe, einen riesen Step gemacht habe als Fußballer und dann ein bisschen angefangen zu stagnieren und dann bald mal herausgefunden, dass hey, nebenbei noch ein Englischdiplom machen oder ein BMS machen, das hilft mir als Sportler. Mhm. Es geht gar nicht nur darum, den Rucksack zu füllen für nachher, zu dem Zeitpunkt mit 22, es geht darum, hey, es hilft mir als Sportler, mal etwas zu machen, wo echt weg bist vom Fußball. Weil sogar wenn du Game ist ja FIFA, kannst du nicht irgendwie Häuser bauen oder weiss ich was. SimCity? Ja, könntest du auch. Aber nein, du machst ja dann immer nur Fußball. Und darum sage ich, ist das nicht nur ein Mehrwert, wo für den alternden, endenden Fußballspieler ist, sondern auch für den Jungen, wo sich als Fußballer ja, mehr Raum für Fokus aufs Fußball. Oder weißt du, was ich meine? Ja, ja, also, aber das ist auch, du hast auch noch, das ist noch anders. Das müsste, ich weiß nicht, hat das zum Beispiel Cedric Gitten auch müssen? So Ausbildung und dann noch hin und her. Und aber weißt du, der war schon beim FC Basel gewesen. Ich weiß nicht, ob der auch so wie noch so eine Inspiration hat, hey, da gibt es ja wieder noch etwas nebendran und so, ob er das jetzt auch macht. Also er ist stellvertretend für alle die Spieler. Keine Ahnung, ich glaube ja. Einfach mittlerweile, oder seit auch ich die Ausbildung gemacht habe, gibt es das immer mehr in der Schweiz, wie auch wir als Sport Academy das anbieten. Mhm. Und wenn man es will machen, dann kann man es auf dem KV auch ganz sicher, da gibt es mehrere Schulen, da gibt es nicht nur uns, aber nochmal Sport Academy Zürich. Ja. Aber es gibt auch Matur, es gibt sportfreundliche Unternehmen, also das kann man machen. Man kann es schon, ja. Das machen wenig. Bevor du musst schon gleich gehen, nur noch ganz kurz zu deiner Nachwuchsarbeit. Du hast gesagt, du bist bei der Sport Academy, betreust dort junge Sportlerinnen und Sportler, also Fußballerinnen und Fußballer vor allem. Vor allem. Okay. Du bist auch U16-Trainer bei Red Star Zürich. Mhm.
Was gibst du den Jungen dort mit? Aus 16 noch jung. All das, was wir jetzt hier besprochen haben, sagst du das denen schon als Trainer oder geht es dort vor allem wirklich nur um die Arbeit und den Platz? Und Excel. Und Excel. Nein, die sind jetzt in der Phase, wo sie gerade eine Lehrstelle suchen oder irgendwo in einem Gymi sind. Also auch eine sehr intensive Phase in ihrem Leben, eine wichtige Entscheidung irgendwo durch. Weil, wenn wir ehrlich sind, wird es nicht jeder dann zum Profi arbeiten. Aber ich nehme dort eigentlich keinen Einfluss drauf. Ich beschränke mich auf den Fußballtrainer. Aber der Fußballtrainer, wie ich festgestellt habe, hat in diesem Alter auch sehr, sehr viel mit. Ich will wirklich nicht die Rolle der Eltern einnehmen oder die irgendwie strittig machen, aber es hat gleich sehr viel auch mit, wie benimmt man sich eigentlich, wie sagt man überhaupt an einem Schiri adieu und wie hinterlässt man eigentlich eine Garderobe, wenn man denkt. Also es hat schon auch sehr viele so Themen, wo man nicht drum herum kommt. Ist denn die, wenn man in der U16 spielt, bei Red Star, die träumen nur vom Profi werden? Ich gehe fest davon aus und hoffe es und habe auch den Eindruck. Aber man darf sie ja auch nicht zu fest vermitteln. Nein. Weil man muss sagen, wenn du in der U16 bist, bei Red Star, dann bist du bei denen, die der Partnerclub FC Zürich nicht hat wollen. Ist das richtig? Wo der Partnerclub FC Zürich im Moment nicht hat wollen. Okay. Es gibt so unterschiedliche biologische Entwicklungen in diesem Alter, auch im Kopf und so. Und da macht halt der eine oder der andere Sprung früher oder später. Ich bin voll bei dir, dass wir ihnen nicht sagen sollen, hey, Ausbildung ist im Vergleich, du wirst Profi. Also auf gar keinen Fall. Aber den Traum sollen sie und dürfen sie noch haben. Und dann nehme ich ihnen sicher nicht weg. Und jetzt sind wir bei dem Begriff, den du mir am Telefon gesagt hast, den ich zuerst habe leicht gestutzt habe. Retardierte Spieler. Mhm. Retardierte Spieler für mich wie so tönt wie geistig zurückgeblieben. Das ist aber nicht gemeint. Das ist mehr das körperlich noch nicht so weit entwickelt, wie es normal wäre vielleicht oder gängig wäre in diesem Alter. Also, dass man mit so körperlich retardierten Spielern heute einen besseren Umgang findet als noch früher, weil die eventuell den Knopf ein bisschen später aufmachen. Oder? Mhm. Also, das hat es zu meiner Juniorenzeit noch nicht gegeben. Und das ist ein Mittel, das der Fußballverband, glaube ich, jetzt seit mehreren Jahren glaub, schon eingebracht hat, aber das ich jetzt halt kennenlerne und wirklich ein riesen Fan davon bin. Eben ein retardierter Spieler ist jemand, der vom biologischen Alter her am chronologischen noch ein bisschen hinterherhinkt. Oder vielleicht im Dezember geboren ist und der, der im Januar geboren ist, einfach einen Kopf grösser. Und dann hat es den einfach schwieriger, weil die sind technisch in diesem Alter doch schon alle auf einem gewissen Niveau, alle irgendwo schon mal ein bisschen ausgebildet. Und dann kann man halt mit den Physis den Unterschied schon teilweise machen. Und dann für die ist so ein Gefäß wie eine Partnerschaft, wie das FC Red Star, jetzt bei uns im Fall vom FCZ, Gold wert. Aber das heisst, dass ein Spieler, der eigentlich nicht mehr U16 wäre, noch darf U16 spielen, weil man dann wie festgestellt hat, mal ist okay. Du bist genau, weil vom biologischen Alter her entspricht sein Körper dem von einem Jahrgang von einem Jüngeren. Ja. Also macht da mega viel Sinn. Das hat ja hat's mal eine grosse Untersuchung gehabt, ich glaube von allen. Ich glaube nicht nur in der Schweiz, sondern ich glaube es war sogar weltweit gewesen. Und dort hat man festgestellt, dass extrem überdurchschnittlich oft sind ja Spieler, die es dann schlussendlich in der Nationalmannschaft arbeiten, sind geboren, glaube zwischen Januar und April. Weil die halt einfach immer die gewesen sind, die am weitesten gewesen sind. Darum sind sie immer bevorzugt worden, darum sind sie alle Nachwuchsauswahlen gekommen und sind so durch die Förderung dann schlussendlich auch zum Nationalspieler geworden. Von weiter hinten hat es sehr viel zu wenig gehabt. Und sind ganz sicher auch sehr viel verloren gegangen. Und das können sich gerade so kleine Nationen wie die Schweiz kann sich das eigentlich nicht erlauben, dass du wie so ein mega talentierter Spieler, der halt im November den Geburtstag hat. Ich habe übrigens im November Geburtstag. Gilt Ende Juli auch noch. Dass der dann weggeht, weil er halt vielleicht nicht gefördert wird, das kann sich die Schweiz als kleines Land einfach nicht erlauben. Da gibt es ja da den, wie heißt der, Relative Age Effect oder was auch immer. Auf jeden Fall sehr gute Entscheidung, dass sie auch die auffangen. Also die Lionel Messis, die sind auch früher nicht durch den Raster gefallen. Es geht also mehr. Fußballer ist genug gut gewesen. Genau, wenn du so komplett oben rausstichst, dann wirst du gestreckt, damit dann genug gross wirst. Ich meine, es gibt ja ganz viele Beispiele von irgendwelchen Nachwuchsspielern, die als Stürmer so aufgefallen sind, dass sie in jeder Nachwuchsstufe haben sie einfach 27 Goal geschossen. Und nachher sind sie dann irgendwann älter geworden, dann kommt so die U21 und die anderen holen dann so, haben körperlich langsam aufgeholt und nachher kommt nichts mehr von denen. Nichts mehr. Also sie haben einfach, ihr einziges Attribut gut ist, ich bin einfach ein Kopf grösser als die anderen. Und das macht ja keinen Sinn. Wenn die Förderung ist, passiert halt, wenn du Trainer hast, wo wenn das ihre Nachwuchsmannschaft unbedingt gewinnt, dann spielt er einfach immer. Ja. Aber siehst du schon Beispiele von Spielern, die jetzt durchaus noch mitgenommen worden sind und sich sehr, sehr, sehr gut entwickelt hat, wo sonst durch den Raster gefallen wären? Ja, also wir haben ein Beispiel bei uns im Kader von einem, der retardiert ist. Und
Also der ist bei uns ein absoluter Leistungsträger. Ja. Also ich hoffe, dass dann das System bei ihm belohnt wird, dass er wenigstens in die nächsten Stufen dann nochmal kommt. Ob es dann ganz auferlangt, das ist noch so weit weg. Schwierig. Kann man den Begriff haben? Wirklich, das muss man sagst du, du bist ein, weg. Du bist ein Retardierter. Nein, das, also, nein, das fällt eigentlich nie. Horror. Aber ich habe dir gesagt... Weißt du, ich darf eben noch in der U16 spielen, weil ich bin retardiert. Ja, also, okay. Es ist nicht ein grosses Thema. Es ist auch bei ihm statt 2007 und bei allen 2008 auf dem Matchblatt. Aber wir sagen nicht, hey, du bist im Fall... Also, das ist nicht das Thema, dass er älter ist. Ja. Es gibt ja das Umgekehrte auch. Also, weißt, das haben wir auch schon besprochen. Was denn? Dass je nachdem... was für Abstammung dass du bist, dass du einfach auch relativ früh einen ausgeprägten Bartwuchs hast und alle anderen überragst und dann das Gefühl hast, du, wieso spielt der gegen uns? Der ist etwa 4 Jahre älter. Und dann musst du sagen, nein, der ist im Fall genau gleich alt wie mir. Also es geht ja in alle Richtungen. Ja, dort ist auch die Schwierigkeit. Dort muss eigentlich Sinn machen, wenn er dann raufgeht, oder? Mhm. Wenn er dann... Schon frühzeitig ja, eine höhere Stufe. Das Problem ist, macht der Kopf dann auch mit? Weil oft ist der Körper schon voll voraus, aber der Kopf eigentlich noch nicht. Ja. Und dann hat er wieder einen Nachteil, obwohl er schon mega ausgeprägte physische Stärken hat. Ja. Der, eben das Bild von Lukaku mit 14. Ja. Seine 14-jährigen Kollegen, der so hoch wie ein Tisch und er ist so groß wie ein Turm. Mhm. Das macht keinen Sinn, das Duell. Also am Begriff retardiert schaffen wir noch. Ja. Okay. Und jetzt lassen wir dich gehen, weil du hast... Was hast du noch? Training? Nein, also doch, am Abend dann bei Redstar, aber jetzt gehen wir ins Geschäft, ja. Also. Teamsitzung wartet. Excel. Junge Excel, Spielerinnen und Spieler fördern. Per Excel. Helfen dem ein bisschen beim Excel. Aufmachen kann er schon. Aber das mit diesen Formeln. Das sind so die ersten 2 Jahre. Das muss er nur auf und zu machen. Der Rest kommt nachher. Genau. Jérôme Thiessen, schön, dass du da warst. Sehr schön. Danke, wie immer. Cool gewesen. Zurück an die Arbeit. Vamos. Danke für den Besuch. Wir hoffen, ihr seid in 2 Wochen wieder dabei. Sikora Gisler, der Fußball-Podcast.